Ja, ein Durchführungsweg wie die pauschalodierte Unterstützungskasse oder auch Unternehmenskasse hat natürlich auch Kosten oder führt natürlich auch zu einer Kostenstruktur. In diesem Fall ist die Kostenstruktur absolut transparent. Es sind zwei Typen von Kosten, die hier zu tragen sind, und zwar die Einrichtungskosten und die laufenden Verwaltungskosten. Beides sind abhängig vom Versorgungsvolumen und vom Beratungsaufwand. Arbeitgeberfinanzierte Versorgungswerke sind natürlich deutlich billiger als arbeitnehmerfinanzierte und mischfinanzierte Versorgungswerke, bei dem jeder Mitarbeiter einzeln zu beraten ist. Je nachdem, wie komplex die Versorgungsordnung ist, je nachdem, wie komplex das Versorgungswerk ist, wie jung die Mitarbeiter, zu welchem Wert das überhaupt führt, wird man hier mit den jeweiligen Anbietern entsprechende im Voraus klare, im Prinzip auf Erfolgsbasis orientierte Kosten schließen müssen. Und die zweite Kostengruppe sind die sogenannten Verwaltungskosten. Das ist die jährliche Administration mit allem, was daran hängt. Und das ist auch wieder sehr abhängig von der Mitarbeiterzahl. Je höher die Mitarbeiterzahl, desto geringer, degressiv geringer sind die Kosten, weil das Ganze natürlich auch mit einem entsprechenden Fixkostenblock belastet ist. Insgesamt sind die Kosten für den Unternehmer als Betriebsausgabe abzugsfähig. Der Mitarbeiter ist von den Kosten nicht berührt. Der Mitarbeiter wandelt Entgelt um, bekommt beitragsorientierte Baustellen zum Beispiel obendrauf und bereits der erste Euro verzinst sich und ist im arbeitnehmerfinanzierten Bereich nicht mehr entziehbar. Im arbeitgeberfinanzierten ist auch im Unternehmen vollständig erhalten, ist aber die ersten 5 Jahre bei einer Kündigung innerhalb von 5 Jahren entziehbar. In jeder Musterberechnung oder Konzeptionsberechnung oder auch Potenzialanalyse sind die Kosten transparent angegeben oder sollten transparent angegeben sein, dass es mit auch eine entscheidende Grundlage ist. Aber viel wichtiger als die Kosten ist die Leistung, die dafür erbracht wird. Werden individuelle Versorgungsordnungen, Leistungspläne und so weiter gemacht? Wird das ganze Spektrum der Ausgestaltung des Versorgungswerks individuell und maßgeschneidert abgebildet? Sind Rechtsanwälte, Steuerberater, Mathematiker dran oder wird es entsprechend nur ausgelagert und irgendwelche Konstruktionen oder Kooperationen erledigt? Oder macht es Anbieter selbst alles aus einer Hand? Und auch im Rahmen der Verwaltung, welche langjährige Erfahrung ist dahinter? Wie groß ist die Verwaltungsgesellschaft? Wie stark sind die Positionen besetzt? Nicht bloß einfach, sondern mehrfach. Wie lange gibt es die Gesellschaft schon? Wie ist die Gesellschaft ausgestattet? Und welche Kompetenz ist vorhanden? Das ist viel wichtiger als die reine Frage nach den Kosten.